Der Johannes wollte immer ganz, ganz dicht dran sein an Jesus. Er war sozusagen eine Jesusklette. Die Grundschullehrer und Erzieher, die zuschauen, die kennen bestimmt solche Kinder, solche Kletten, die immer so ganz besonders den körperlichen Kontakt suchen. Und der Evangelist Johannes war auch so eine Type. Wir lesen gerade in den letzten Tagen seiner gemeinsamen Wegstrecke mit Jesus, dass er ihm besonders nah sein wollte. Beim Passamal heißt es, er lehnte seinen Kopf an die Brust Jesu. Da muss man schon sehr dicht bei einer Person sitzen, wenn man das tun kann. Unter dem Kreuz ist Johannes und Jesus regelt die Fürsorge für seine Mutter mit ihm. Noch ein paar Stunden vorher, als Jesus verhört wurde im Palast des Hohenpriesters, da war Johannes schon längst da. Er kannte sich dort gut aus im Tempelareal. Er war bekannt mit dem hohen Priester und erst durch seine Connections zur Pförtnerin wurde Petrus zugelassen zum Hof des hohen Priesters. Nachzulesen in Johannes 16, 18 und 19. Und natürlich will Johannes am Ostermorgen als erster da sein. Die Füße tragen ihn wie der Wind und er lässt den etwas behäbigeren Petrus hinter sich und auf einmal macht er Halt vor dem leeren Grab. Er schaut noch rein, er sieht die Tücher, aus irgendeinem Grund zögert er. Es arbeitet in der Jesusklette. Petrus rennt rein ins Grab, er sieht sich das genauer an und dann geht Johannes auch zögernd hinein. Und ich habe so den Gedanken, Johannes hat intuitiv begriffen, dass es nicht mehr den physischen Kontakt braucht, um Jesus nahe zu sein. Wir haben im Moment noch zu tun mit den leidigen Kontaktbeschränkungen. Und die Gemeinde, die sozusagen der physische Leib Jesu ist, die ist im Moment nicht ohne weiteres berührbar. Und wer Jesus lieb hat, der wird seinen Gottesdienst und das gemeinsame Singen verzichten. Aber wie gut, dass wir Jesus auch ganz persönlich im Gebet durch unseren Glauben nahe sein können. Und natürlich in der Person, die mit dir unterwegs ist und Ausschau hält nach dem Auferstandenen. Einen gesegneten Sonntag.